Sehr geehrte Damen und Herren, liebe stadtgeschichtlich interessierte Zeitzeuge und Gäste unserer Stadt. Im Namen der Mitarbeiter des Stadtarchivs sowie der Mitglieder des Arbeitskreises Weltfrieden begrüße ich Sie sehr herzlich zum 11. Tag der offenen Tür in Ihrem Kommunalarchiv. Es ist uns eine besondere Freude, dass aus Anlass des heutigen Tages 20 Nachkommen Walter Näthers aus 4 Generationen nach Zeitz gekommen sind, beziehungsweise im Tagesverlauf noch kommen werden. Und das aus allen Teilen Deutschlands. Stellvertretend für alle Familienmitglieder begrüße ich ganz herzlich Frau Gloria Maria Holzhey, geborene Näther, und ihren Ehemann, sowie Herrn Ernst Albert Näther, die als Kinder von Elisabeth und Walter Näther in der Villa Steineck gelebt haben. Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen in Zeitz und im hiesigen Stadtarchiv. Der diesjährige Tag der offenen Tür widmet sich ausschließlich einem Thema, der Villa Steineck, dem späteren Kulturhaus Weltfrieden. Auf Initiative Ernst Albert Näthers gründete sich im Juni des vergangenen Jahres der Arbeitskreis Weltfrieden. Unser Ziel war es, eine Ausstellung zur Geschichte dieses signifikanten Zeitzer Gebäudes unter Einbeziehung der Zeitzer Bevölkerung zu gestalten. Und heute nun endlich können wir Ihnen die Früchte unserer Arbeit präsentieren. Allerdings wäre dies ohne Ihre tatkräftige Unterstützung und Hilfe nur im beschränkten Umfang möglich gewesen. Wir alle waren überwältigt von der Resonanz unseres Aufrufes zur Übergabe von Sachzeugnissen und Erinnerungsstücken sowie zum Austausch von Erlebnisberichten. Deshalb an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an jeden Einzelnen von Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Begeisterung für unser aller Projekt Weltfrieden. Bisher war es uns leider noch nicht möglich, jedes der vielen Interviewangebote aufzugreifen. Ich verspreche Ihnen jedoch, dass am Ende keine Zeitzeugenbefragung auf der Strecke bleiben, kein Beitrag verloren gehen wird. Herr Ernst Albert Näther, Urenkel des gleichnamigen Begründers der Zeitzer Kinderwagenindustrie, wird den heutigen Einführungsvortrag halten und dabei auch etwas über seine Kindheit in der Villa Steineck plaudern. Sehr geehrter Herr Näther, wir alle sind schon sehr gespannt auf Ihre Ausführung. Bitte schön. Also erstmal, liebe Frau Fenzek, ich danke Ihnen ganz herzlich für die schönen Begrüßungsworte, die Sie gemacht haben. Ich komme darauf an anderer Stelle in meinem Manuskript auch nochmal zurück. Also, wären wir jetzt in der Oper, dann würde, bevor der Vorhang aufgeht, ein etwas finster, dreinblickender Herr vor den Vorhang treten und sagen, unser Tenor ist heute leider indisponiert. Er trifft nicht jeden Ton. Und genau, nun sind wir hier nicht in der Oper, sondern im Stadtarchiv. Aber verzeihen Sie mir, sollte es mir nicht gelingen, mit meiner derzeitigen Erkältungsreibeisenstimme jeden Ton genau zu treffen. Ich tue mein Bestes. Im Mittelpunkt steht Haus Steineck, den weitaus meisten von Ihnen eher bekannt, besser bekannt als Villa Weltfrieden. Als wir vor wirklich fast anderthalb Jahren mit den Überlegungen begannen, gab es neben spontaner Begeisterung auch einige Skeptiker, ob es nicht viel zu spät für eine solche Erinnerungsaktion sei. Und dann waren Sie, liebe Zeitzerinnen und Zeitzer,
Sie waren es, die uns in einer bei weitem so nicht erwarteten Fülle von Erinnerungen diese Skepsis sehr schnell genommen haben. Es ist wirklich unglaublich. Ich erinnere so viele Szenen, ich falle aus dem Manuskript, das ist immer schlecht, das verlängert den Vortrag. Ich erinnere Szenen aus unserem wunderbaren Kaffeeklatsch, wo wir hier gesessen haben, wo stundenlang geplaudert wurde und wunderschöne persönliche Erlebnisse, nicht politische Erlebnisse, persönliche Erlebnisse, vom Knutsch unterm Baum bis zur Disco. Sie haben ja die Disco da vorne schon gesehen, als Sie hier hochgekommen sind. Aber zurück zum Text. Wir erzählen heute über ein Haus mit drei Leben. Das erste Leben, 1900 bis 1945, als das Haus Steineck hieß. Ein ganz anderes zweites Leben, von 1945 bis 1993, als es Kulturhaus oder Villa Weltfrieden hieß. Und seitdem bis heute in einem dritten Leben, Ende ungewiss. Das ganz Besondere für mich dieses Hauses ist es, dass an seiner Geschichte so viele Menschen mitgeschrieben haben, wie das nur bei wenigen anderen Häusern in der Stadt der Fall ist. Wer ist nicht alles in diesem Haus ein- und ausgegangen? Das reicht von dem Graf Luckner, der im Zeppelin über die Stadt flog und geht über Franz von Stuck, den Maler, bis hin zu auch Erich Mielke war im Haus. Es ist alles da gewesen. Es ist ein Haus, das seit dem Baujahr 1900 ein Stück repräsentiert, so wie die Kinderwagen Holz und Spiel waren, die die Hausherren in ihrer Firma herstellten. Ein Stück Zeitzer Identität, die ja ein Stück Zeitzer Identität waren. Ich wurde in diesem Haus 1936 geboren und zu Weihnachten dieses Jahres von Pastor Fischer von St. Stephan dort getauft, in der Diele. Und auch meine Schwester, die Ihnen schon vorgestellt wurde, von Frau Penzek, ist als letzte Näher in diesem Haus geboren. Sie wird noch an einer zweiten Stelle hier einmal kurz auftauchen. Es gibt dort nämlich ein geradezu sensationelles Foto, ein Foto der Systeme sozusagen. Für mich ist das mein absoluter Renner. Sie erinnert selbst gar nicht, dass sie dieses Foto gemacht hat. Aber dazu später vielleicht noch einmal. Richard Näther, mein Großvater, erwarb das große Grundstück hinterm Kalten Felde, wie die Richard-Leisling-Straße einst hieß. Ich habe hier ausgelassen die fünf Namen, die dazwischen lagen. Aus zeitlichen Gründen. Recht bald nach der 50-Jahr-Feier der Firma E.R. Näther 1896. Das Unternehmen florierte. Er erwarb das große Grundstück, das Unternehmen florierte. Kinderwagen und Holzwaren aus Zeitz waren in Deutschland, in Europa und darüber hinaus gefragt. Es boomte. Und auch mit Kindern boomte es. Es gab genug. Im Kinderwagenmuseum und an dieser Stelle, heute sind wir im Stadtarchiv, aber eine Erwähnung bedarf das Museum an dieser Stelle, Kinderwagenmuseum, sind zwei Stücke. Da ist der Katalog der Firma aus dem Jahre 1896 auf der einen Seite und da ist auf der anderen Seite ein Jubiläumsbuch, auch vom gleichen Jahr vom 50-jährigen Firmenjubiläum. Diese beiden Bücher alleine erklären die ganze Faszination, die in Zeitz ihr Zuhause hatte, diese unglaubliche Kreativität, die in dieser Stadt, ich sage im Moment, von dieser Familie ins Werk gesetzt wurde. Die Fabrikanlagen wurden erweitert. Das hatte zur Folge, und das ist jetzt leider wieder ein längerer Absatz, normalerweise wohnte man zu jener Zeit dort, wo man arbeitet. Also zunächst einmal von 1846 bis 1871 in dem jahrhundertealten Wohn- und Geschäftshaus in der Judenstraße Nummer 2, dann für fast 30 Jahre mit zwei gründerzeitlichen Villen aus den 70er Jahren direkt auf dem Produktionsgelände in der verlängerten Wasservorstadt 45, die ab 1896 Netterstraße hieß und seit 1949 Geschwister-Scholl-Straße heißt.
Auf dem neu erworbenen Grundstück hinterm Kalten Feld entstand Haus Steineck, gebaut nach den Plänen des in Deutschland hoch anerkannten Architekten Otto Marsch. Über ihn hat Patrick Wittwiger in der MZ schon ausführlich berichtet und auch hier im Rahmen der Ausstellung. Die schlossähnliche Gestaltung entsprang dem erkennbaren Selbstbewusstsein Richard Näthers, des so erfolgreichen Unternehmers, der sich hier eine angemessene Residenz verwirklichen ließ. Da war schon eine Menge, nun wollen wir auch mal was Ordentliches hier uns hinsetzen. Ne? Das war da schon spürbar. Im heutigen Jargon würde man sagen, der wollte was hermachen. Er hatte in Zeitz nichts seinesgleichen. Er nannte das Haus Steineck, wohl in Anlehnung an das einzige Steintor in der Unterstadt. 45 Jahre lang, bis 1945, sollte das Haus mit seinen roten Säulen aus Porphyr, die majestätisch erhaben nach zwei Seiten hin die Altane tragen, und einer faszinierenden Innenausstattung, bestehend aus Kaminen, Raumvertäfelungen, Stuckdecken und Wandschränken im mondäner Familiensitz bleiben. Prächtige Feste, wie wir sie hier in diesen beiden Vitrinen angedeutet haben, fehlen die Menschen dazu der damaligen Zeit. Prächtige Feste müssen überwiegend vor meiner Zeit stattgefunden haben. Fraglos nicht zu vergleichen mit den Plinsen mit schwarzem Rübensirup nach 45, an den ich mich erinnere. Aus meiner Kindheit. Nicht weniger eindrucksvoll als das Haus war sein Park, der weit über die heutigen Flächen hinausging. Bis hinauf da, wo heute der Stadtteil Völkerfreundschaft ist. Leider wissen wir über den Gartenarchitekten nicht so viel, wie wir gerne wissen möchten. Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Mit seinem großen eingezäunten Park war Haus Steineck ein Haus, dem man sich nur mit größter Ehrfurcht näherte. Von der Zeitzer Schriftstellerin Irmgard Heilmann und anderen Quellen wissen wir, dass Großvater Richard Näther allmorgendlich per Pferdekutsche durch das Eingangstor fuhr und sich zur Fabrik fahren ließ. Kleines Detail am Rande, selbstverständlich begann er zur selben Zeit, zu dem die Arbeiter ihre Arbeit begannen. Um 6 oder um 7, das weiß ich nicht. Aber zur selben Zeit, das war absolute Selbstverständlichkeit. Nach dem Krieg mussten wir, Familie, nachdem die Amerikaner am 30.06.1945 Zeitz wieder verließen, das Haus zunächst verlassen, erhielten dann seitens der Stadt aber einige Zimmer als Wohnraum zugewiesen. Nachdem mein Vater wegen zunehmender Schikanen und Verunglimpfungen die DDR 1950 verließ, mit meiner Schwester übrigens, ich war da schon nicht mehr da, ich war schon weggemacht, wurde das Haus enteignet. Zuvor hatte man ihm auf Antrag angeboten, ausgewählten Hausstand und Möbel mitzunehmen, wenn er zuvor Haus und Grundstück der Stadt schenken würde. Zur Grundstückschenkung war er nicht bereit. Also, knapp war die Falle zu, durfte auch keine Möbel mitnehmen. Nichts, nichts, wirklich nichts durfte er mitnehmen. Und ging nachts heimlich bei Regen in Helmstedt über die Grenze, über die grüne Grenze, wie das damals hieß. Aus den Jahren meiner Geburt von 36 bis 45 erinnere ich natürlich aus den ersten 2, 3 Jahren überhaupt nichts. Ich habe ein paar Fotos, aber da sonst nicht. Aber einige andere aus den Jahren 43 bis, na, sagen wir 46, 47 erinnere ich doch, und damit will ich Ihnen jetzt das eine oder andere aus dieser Zeit erzählen. Sehr präsent ist schon in meinem Kopf und unvergesslich bis zum Rest meines Lebens, wie eines Tages Männer in schwarzen, in schweren Ledermänteln an der Tür standen, Gestapo-Leute, die 1943 meine Mutter zu Hause und parallel dazu meinen Vater in der Fabrik inhaftierten, weil angeblich mein Vater in der Nacht mit einer Laterne von seinem Turmzimmer aus die englischen Bomber zu ihren Zielen lotste. Und weil meine Mutter, geborene Französin, sich angeblich konspirierend mit französischen Kriegsgefangenen in Französisch unterhalten hatte. Haltlose Gerüchte mit Methode. Zur Psychologie des Gerüchts kann ich eine Menge sagen, aber nicht hier und heute. Die Tragik an der Geschichte war, dass ich 7-Jähriger einer Haushalterin arglos erzählt hatte,
dass die Eltern englische BBC hören. Ja, Englisch habe ich gehört. Und die uns daraufhin denunziert hatte. Ich war erzogen, ehrlich zu antworten. Gemacht wurde draußen dann ein ganzer Peilsender, angeblich im Piano versteckt. Muss ich erwähnen, dass das alles Quatsch ist. Eine andere Geschichte. Für mich gab es als Kind im Haus verbotene Räume, irgendwie Räume, in die man nicht hinging. Da gehörte jenes Zimmer im Turm, von dem wir eben sprachen, wo die Fantasie der Gestapo auch den Peilsender und die Lampe vermuteten. Dazu zählte das Turmzimmer mit großen Fenstern in alle vier Himmelsrichtungen. Ein Traum von Zimmer. Verbotene Früchte sind süß, also schlich ich mich, 4 oder 5 Jahre alt, eines Tages nach oben, öffnete die Tür und stieß einen Schrei des Erschreckens aus. Da hingen ja lauter Tote am Strick. Es waren Fasane. Wer der Jäger in der Familie war, weiß ich nicht. Heute wüsste ich es, aber damals wusste ich es nicht. Mit 8 verlor ich meinen Hund Nico. Eine traurige Sache, die Frau Penzer gestern bei der Generalprobe rührte. Er sei bei einem Unwetter im Wilden Bach ertrunken. Erst später erfuhr ich die Wahrheit. Er war von Zwangsarbeitern gefangen und verzehrt worden. Ich will Ihnen noch 2 Minuten einen Musikteppich, der in meinem Kopf ist, erzählen. Wenn ich an Steinig in den Jahren 45, 46 denke, dann rollt da ein Film ab, ein Musikfilm ab. Aus dem Musikzimmer meiner Mutter unten links klangen Schlager der Zeit. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen. Willi Fritsch, Lilian Harvey, Parlez-moi d'amour, Lucien Boyer, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätte. Oder mit tiefer Stimme, die müsste ich eigentlich hinkriegen. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Sarah Leander, La Mer Chartrenée. Und eins der Lieblingslieder meiner Mama. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. Viele von Ihnen kennen diese Lieder. Der Film geht weiter. Plötzlich waren es nicht mehr diese Schallplatten, die da aufgelegt wurden. Die Amerikaner waren im Haus. Und jetzt hieß es, and when the saints go marching in, and when the saints go marching in, oder down by the riverside und so weiter. Es war Big Band Sound Time, Spirituals, Glenn Miller, Stan Kenton, Benny Goodman, Lionel Hampton, Louis Armstrong, New Orleans Jazz. Und auch diese Klänge verschwanden wieder und wurden ersetzt durch neue Klänge, denn am 30. Juni 1945 gingen die Amerikaner weg und es kamen die Russen. Und jetzt haben sie die besseren Worte für das, was ich so, also ich kann Orchichorn ja sagen und weiß nicht, ob das richtig ist. Ich sage lieber schwarze Augen und Kasatschok und Kalinka und Katjuscha und andere. Und der Musikfilm geht weiter und weiter. Und es kommen Revolutionslieder, Arbeiterlieder, FDJ-Lieder. Ein Film im Kopf, nicht mehr, nicht weniger. 1945, um wieder auf die Erde zurückzukehren, begann dann ein Abschnitt in der Geschichte des Hauses, der zeitlich gesehen länger war als die rund 45 Jahre als Unternehmerresidenz. Bis 1993, also 48 Jahre lang, wurde das Haus im wahrsten Sinne des Wortes ein Haus des Volkes, ein Haus der Werktätigen. Nach 45 wurde Haus Steinig dann direkt nach 45 zum geradezu gefeierten Symbol. Es war das ein wunderbares Symbol der neuen Zeit zur Demonstration des Wandels. Der Jargon der damaligen Zeit in den Zeitungen, ich lese die ab und zu, lässt da keinen Zweifel offen. Das ist eine Polemik, die schwer erträglich ist. Aber sie war eben üblich. Deswegen beklage ich es nicht.
auch viele Gegenstände der Inneneinrichtung wurden so Anfang der 50er Jahre, als mein Vater weg war, und wurden nicht etwa versteigert mit dem Ziel, möglichst viel zu erzielen, sondern auch zur Demonstration des Wandels so eher verscherbelt. So. Ja? Es ging um alles, nur nicht um faire Erlöse. 48 Jahre lang wurde Horst Steineck intensiv für und von Bürgerinnen und Bürgern genutzt, zeitsam. 1964, Sie können das hier verfolgen, wo der Punkt ist, erhielt es offiziell den Namen Kulturhaus Weltfrieden. Und jetzt kommt ein persönliches Geständnis. Es hat mich immer unglaublich fasziniert, bestimmte Bilder zu sehen. Zum Beispiel gibt es eine Biergartenatmosphäre, sie ist hier irgendwo auch zu sehen, unten, wo hunderte von Menschen fröhlich bei Bier sitzen. Dieses Bild hat mich positiv, wirklich im tiefsten Innern berührt. Ich fand das so schön, dass in diesem Haus solche Fröhlichkeit herrschte. Und es gab noch andere Bilder, die Ähnliches vermittelten. Und diese Berührung, die da in mir passierte, die genau war es, genau die und nichts anderes, war der Ausgangspunkt meiner Initiative vor anderthalb Jahren, die Geschichte des Hauses, des ganzen Hauses zu dokumentieren und festzuhalten, und zwar insbesondere unter besonderem Schwerpunkt gerade der Jahre nach der Jahre der DDR. Von 1945 bis 1993. Für mich, sehr persönliche Bemerkung, war das gedacht als eine ausbalancierte Versöhnungsgeste der Erinnerungen. Auch als Erinnerung, Aussöhnungsgeste der Familie gegenüber der Stadt. Der familiären Erinnerungen an Steineck und der Erinnerungen der Zeit an den Weltfrieden. 100 Jahre Geschichte und Geschichten, die in diesem Haus stattgefunden haben, zusammengetragen, festgehalten. Und die Idee, das hat Frau Penzig erzählt, hier darf ich mal etwas kürzen im Manuskript, ist ebenso toll angekommen. Fand ich wunderbar, ganz toll. Es war eine Freude, sich darin voll anzubringen. Und hier muss ich eben dann doch einen Satz aus dem Manuskript doch zitieren. Wir haben diesen Arbeitskreis gegründet und ich durfte Team, neben dem Titel Initiator, durfte ich Teammitglied sein. Ich werde die Arbeit in diesem Team, nicht jeder Arbeitskreis ist ein effizienter und macht Spaß. Dieser Arbeitskreis, da hinten sitzen ganz wichtige Repräsentanten des Arbeitskreises, hat so viel Freude gemacht. Uns allen hat das Ganze so viel Freude gemacht. Das kann man gar nicht laut genug sagen. Und Sie sehen hier heute, hier und da das Ergebnis von etwas, was uns allen so viel Freude gemacht hat. Dann gab es bei einigen die Befürchtung, das Ganze könnte zu so einer Art Ostalgie-Veranstaltung werden. Verklärte Berichte darüber, wie schön es in der DDR war. Und ich habe mir unter diesem Aspekt, unter diesem Gesichtspunkt alles, was wir in diesem Zusammenhang bekommen, gehört und gemacht haben, sehr genau angesehen. Nein, war keine Ostalgie. Es waren sehr verklärte Geschichten, aber schöne und schönste persönliche Erinnerungen an die eigene Jugend, an festliche und gesellige Treffen, an Hochzeiten, an Jugendweihen, an Ehrungen, an Lustwandeln im Park, an Verliebtsein, kurz menschliche Erinnerungen. Und dann fühlte ich mich noch mehr bestätigt. Dies ist genau das, was mir am Herzen lag als Initiator. Nun stehen wir inzwischen vor einem Haus, das unrettbar verloren scheint. Von außen im Sommer gnädig durch prachtvolle Bäume geschützt, Bäume, die so alt sind wie das Haus, ist es im Winterhalbjahr in seinem ganzen Elend sichtbar. Ein Haus mit einem derzeitigen Besitzer, der keine sichtbaren Anstalten macht, daran etwas zu ändern und der auch auf unsere Initiativen nicht reagiert hatte. Die Familie erhielt 1993 das Haus zurück. Es war nur sehr bedingt nutzbar, in einem sehr schlechten Zustand. Gutachten hielten eine Investition
von 1,5 bis 2 Millionen D-Mark damals für erforderlich. I'm sorry, 1,5 bis 2 Millionen hätte diese Familie nicht mehr aufbringen können. Die hatten uns ja alles abgenommen vorher. Und wir haben im Leben natürlich ein paar Werte dazu geschaffen wieder. Das hätten wir nicht stemmen können. Es stand auch von vornherein sehr nicht zur Diskussion, ob ein Mitglied der Familie nach Zeitz zurückkommen würde. Das wäre ich gewesen. Ich könnte ihn lange begründen, warum nicht, aber das lasse ich hier aus. Meine Damen und Herren, wir waren nur eine von vielen Familien des Bürgertums, die während der DDR-Zeit unter relativ schlimmen Umständen herausgeekelt wurden. Es fand schon eine regelrechte Vertreibung des Bürgertums statt und Häuser im Zustand wie Haus Steinig sind ein bisschen letztlich auch das Ergebnis dieser Politik des Realsozialismus. Haus Steinig ist nur ein Beispiel von vielen. Das Haus war durch seinen privilegierten Status als Villa Weltfrieden sogar noch relativ gut dran, weil es wurde eine Menge reingesteckt. Das war ein Vorzeigeprojekt für Erich Mielke, der hier seinen Wahlsitz hatte, Wahlort hatte. Wir bemühten uns wirklich sehr erfolgreich um Investoren, entwickelten Pläne für eine Nutzung des Haus und Parks. Sie können das dort nachvollziehen übrigens. Als Seniorenheimstätte, auch ein Krankenhausinvestor gehörte zu den ernsthaften Kaufinteressenten. Wir standen mit ihnen, ich sehe es noch vor mir, und nahe Verwandte von meiner Schwester Gloria, die uns anwaltlich vertraten, waren dabei. Wir standen schon in der Diele des Hauses, aber wir erhielten dafür, das muss man hier leider auch festhalten, nicht die notwendige Unterstützung der Stadt. Stattdessen zeigt unsere große Sammlung an Dokumenten jener Zeit, dass Instanzen der Stadt uns nahelegten, Haus und Grundstück einer städtischen Stiftung zu übertragen. Im Gegenzug werde die Stadt sicher bei anderen Rückübereignungsfragen entgegenkommen zeigen. Die Familie lehnte das ab. Irgendwie hatte das so einen leichten Geruch nach einer zweiten Enteignung. Punkt. Im Haus gab es zunehmenden Vandalismus, der schon bald nicht mehr beherrschbar war. Da half auch nicht, dass mein Freund Manfred Blume, der wohnt jetzt in der Altenburger Straße, in einer Art Hausmeisterfunktion das Schlimmste zu verhindern suchte. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde entwendet und zerstört und bald auch das, was nied- und nagelfest war. Es war übrigens eine Zeit, auch solche kleinen Episoden gehören dazu, als das Ordnungsamt penibel darauf achtete, dass in dem rückübereigneten Park zweimal jährlich das Gras gemäht wurde. Und da es zuvor in der DDR-Zeit über längere Zeit nicht gemäht worden war, fragen Sie mich nicht, das hat Geld gekostet, richtig, richtig Kohle gekostet. Die Maßstäbe scheinen sich verändert zu haben heute. Denn wenn ich heute an Villa Weltfrieden vorbeigehe, habe ich nicht den Eindruck, dass ein Ordnungsamt hinterher ist, das dort Gras gemäht wird. Gutachten, die dem Haus inklusive Grundstück noch 1993 einen Zeitwert von rund 1 Million bescheinigt hatten, wurden sehr schnell korrigiert. Sie lagen 1994 nur noch bei rund 300.000, Tendenz fallend. Und wenn man jetzt den Gerüchten und dem Halbwissen folgt, das ich habe, für welchen Preis es dann an den jetzigen Besitzer ging, dann hat er es wohl für einen regelrechten Schnäppchenpreis bekommen. Punkt. Die Familie fand 1994/95 in einem Bauunternehmer einen Investor, der vertraglich zusagte, das Haus für gemeinnützige, so steht es im Vertrag, Zwecke in Schuss zu halten. Der Vertrag wurde geschlossen, der Kaufpreis entrichtet. Nach einem Jahr las ich von der Insolvenz dieses Unternehmens. Wir haben das dort auch dokumentiert. Seitdem geht es ständig bergab. Man hat mich gefragt, meine Damen und Herren, wie es mir gelänge, scheinbar so nüchtern und unemotional über das Haus zu reden. Schließlich sei es das Haus meiner Geburt, meiner Eltern, meiner Vorfahren.
Ein Haus somit auch für mich voller emotionaler Erinnerungen. Ja, alle, die mich das fragen, haben recht. Ich kann das Emotionale abschalten. Trotzdem vergesse ich nicht, was das Haus für mich einst war, aus dem ich ein Heimathafen, aus dem ich unfreiwillig vertrieben wurde, zur unerwünschten Person erklärt wurde. Das Kind. Ich will gestehen, dass ich irgendwann auch in dem Haus in seinem jetzigen Zustand war. Ich habe mich nicht alleine hingetraut. Also hat mich jemand dorthin begleitet. Ich nehme an, er ist jetzt unter uns oder er wird heute Nachmittag unter uns sein. Ohne ihn hätte ich es nicht gemacht. Denkwürdige Momente, natürlich. Das ist schon schlimm. Denjenigen, die die gespenstischen Eindrücke des Moments an diesem Lost Place, an diesem verlorenen Ort, also ich denke an Chris und andere, festgehalten haben, sei von meiner Stelle ausdrücklich Dank gesagt. Es ist ein Stück der Geschichte, das wir nicht ausblenden dürfen und das Sie festhalten in Ihren Beiträgen. Morbide Ästhetik, ja, aber auch das ist ein kostbares, geschichtliches Gut, das es zu bewahren ist. Also, Lost Place Forever? Oder hoffen wir auf ein viertes Leben des Hauses? Meine Damen und Herren, ich bin Realist, ich bin kein Träumer. Ich erkenne nicht, dass in naher Zeit irgendwo ein Investor auftaucht, der vergangene Seligkeit wiederherstellen will. Das mag man wünschen und herbeisehen, aber es ist höchst unwahrscheinlich, doch wirklich. Wir glauben noch nicht mehr an Märchen. Mein Lebensmotto, und jetzt ab jetzt kommt der Psychologe in mir ein bisschen durch, der ich hier bin. Mein Lebensmotto, es bringt nichts zu jammern und zu klagen. Panterei, alles fließt. Altes muss man hinter sich lassen können. Ich zumindest habe diese Lektion gelernt, als ich hier als Kind zur unerwünschten Person erklärt, abgestempelt wurde. Wie heißt es bei Hermann Hesse in Stufen, in seinem Gedicht Stufen? Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Natürlich verstehe ich unsere hochgeschätzten Denkmalschützer, die dieses Haus retten wollen. Ja, ich verstehe das. Ich wünschte, dem Schutz wäre der Erfolg einer Erneuerung beschieden, mit wie vielen Kompromissen auch immer verbunden. Aber ich urteile als Psychologe, so wie das Haus einst Symbol für die erfolgreiche Industriestadt Zeitz war, steht es heute als Symbol für die gegenwärtigen Probleme der Stadt. Und daher sage ich als Psychologe, ist es nicht so, als streue man Salz in die Wunde von jemand, der da jeden Tag von Neuem dran vorbeigeht, wird er nicht täglich von Neuem gepeinigt? Fragezeichen. Umso wichtiger war es mir, dem Psychologen, all die guten Gefühle, die sich mit diesem Haus verbinden, festzuhalten und für die Nachwelt zu erhalten. Die festliche Jugendweihe, die fröhlichen Stunden in der Disco, der Kuss unter der Eiche, die leckeren Mahlzeiten im Restaurant. Das ist meine Botschaft für Sie, liebe Zeitzerinnen und Zeitzer. Freuen Sie sich mit uns, dass all das, was Sie, was jeder von Ihnen rund um dieses Haus erlebt haben, nicht verloren ist. Es ist jetzt erhalten, hier im Stadtarchiv. Es ist hier erhalten, zunächst einmal in dieser Ausstellung. Und wie Sie wissen, entsteht aus den Ausstellungen des Stadtarchivs im Folgejahr jeweils eine Broschüre. Dies daran nagt nicht mehr der Zahn der Zeit. That's forever. Und darauf bin ich stolz. Wenn das gelungen ist, dann macht mich das glücklich, dann macht mich das stolz. Ich erlebe das als meinen, des psychologischen Beitrag zum Denkmalschutz. Und darum empfinde ich dankbar, zusammen mit meinen Mitstreitern im Arbeitskreis etwas Dauerhaftes zur Stadtgeschichte beigetragen zu haben
und vielen Menschen ein Bouquet schöner und schönster Erinnerungen geschenkt zu haben, nun festgehalten für lange Zeit. Mein vorletztes Wort. Ich bin stolz auf das, was wir im Arbeitskreis und mit Ihnen allen auf die Beine gestellt haben. Und jedem Einzelnen gebührt mein ganz besonderer Dank. Dank sage ich aber vor allem auch all den Unterstützern in der engeren und weiteren Familie, die Fotos und viele andere Sachzeugnisse beigesteuert haben, von denen ich namentlich hier nur meine Nichte Yvonne von Sperber nennen möchte. Von ihr sehen wir hier eine Menge Dinge aus der Geschichte im Steineck. Und mein größter Dank natürlich geht an Sie, verehrte Frau Penzek, dass wir dieses alles realisieren konnten und Sie das in Ihre Reihe gut hineingenommen haben. Und an unseren Arbeitskreis, den möchte ich eigentlich namentlich nennen, Frau Langenberg, Frau Kerter, Stefan Pöschel, Herr Pacholski, es war toll, es war schön. Ich war für anderthalb Jahre und wir haben viele Sitzungen gehabt und ich immer aus Hamburg angedackelt hier, und manchmal nur für die Sitzung und dann wieder zurück. Ich fühlte mich zum ersten Mal in dieser Stadt nicht ausgestoßen, sondern für voll genommen. Erlauben Sie mir ein allerletztes Wort, Frau Penzek hat es kurz erwähnt. Heute am Vormittag und Nachmittag sind insgesamt 20, sind nur 19, einer ist krank, Mitglieder der Familie Netter vor Ort. Sie repräsentieren alle Zweige der Familie, darauf bin ich besonders stolz. Und erstmals, das hat es noch nie gegeben, 4 Generationen Netter gleichzeitig in Zeit. Ich bin die Genealogie durchgegangen. Es hat noch nie diese Konstellation gegeben, dass die alle zur gleichen Zeit, da ist natürlich bei den Lutheriden das anders, aber bei den Netters ist das so, wie ich das vorlese. Man kann sagen, ein wunderbares Nebenprodukt dieser Ausstellung, ein historischer Moment. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine spannende Zeit im Stadtarchiv. Freuen Sie sich vor allem auf den Film, den Sie bald gleich zu sehen bekommen werden. Den haben die Schüler der Sekundarstufe 3 hergestellt und es war ein spannender Schaffensprozess, der da abgelaufen ist. Und das Ergebnis, darauf können nicht nur die Schüler stolz sein, wir als Arbeitskreis sind es sowieso, und Sie als Zeitzer können stolz sein, dass dieses ein rein Zeitzer Produkt ist und die Erinnerungen verfestigen wird. Vielen, vielen Dank fürs lange, geduldige Zuhören mit einigen Abweichungen vom Manuskript, aber das ist nur gut so letztlich. Vielen Dank. Lieber Herr Netter, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für diesen lebhaften Vortrag, der uns wunderbar in die heutige Thematik eingestimmt hat. Vielen herzlichen Dank. Wie Herr Netter schon erwähnte, und wie Sie an der aufgebauten Leinwand erkennen können, präsentieren wir Ihnen auch in diesem Jahr wieder einen Film. Die Schüler der Sekundarschule 3 haben mit tatkräftiger Unterstützung von Herrn Pöschel und Herrn Pacholski im Rahmen unseres Gesamtprojektes einen 20-minütigen Film über die Geschichte der einstigen Villa Steineck produziert, der heute hier im Stadtarchiv uraufgeführt wird. In ihrem Video lassen die Schüler besonders die Zeit gedanklich aufleben, in der das spätere Kulturhaus Weltfrieden jährlich tausende Zeitzer zu den unterschiedlichsten kulturellen Veranstaltungen anlockte. Ich wünsche uns allen dabei gute Unterhaltung. Film ab! Gänsehaut pur. Ein großes Kompliment und ein ganz herzliches Dankeschön an die Macher des Films.
Nichts ist unendlich. So die Aussage im Refrain der sehr gut gewählten Filmmusik, der Rockballade, als ich fortging von der Gruppe Karussell. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, nichts ist unendlich. Alles ist vergänglich. Altes macht Platz für Neues. Umso wichtiger ist es, Erinnerungen an die schönsten Augenblicke, Erlebnisse und Geschichten wachzuhalten. Und wir gehen davon aus, dass es uns am heutigen Tag hier im Stadtarchiv gemeinsam mit Ihnen gelingen wird, unsere Erinnerungen an die Villa Steineck, das Kulturhaus Weltfrieden, wachzuhalten und das Gebäude, zumindest für heute, wieder zum Leben zu erwecken. In unsere diesjährige Ausstellungskonzeption haben wir ganz bewusst das Treppenhaus einbezogen, um Sie bereits beim Betreten des Gebäudes auf die Thematik einzustimmen. Und wie ich das Ihren Gesichtern ablesen konnte, ist es uns wohl auch recht gut gelungen. Hier im Eingangsbereich des Stadtarchivs präsentieren wir Ihnen auf 22 Ausstellungstafeln eine Fotodokumentation zur Geschichte dieses herausragenden Zeitzer Gebäudes, mit dessen einstiger Ausstrahlungskraft und Bedeutung als Sitz der Unternehmerfamilie Näther und später dann als beliebtes Kulturhaus der Zeitzer. Unter dem Thema Tafelfreuden bei den Näthers zeigen die beiden Ausstellungsvitrinen hinter mir mit Tafelgeschirren, Bestecken, Gläsern und Tafeltüchern, die zu besonderen Anlässen die Tische in der Villa Steineck zierten. Wir sind der Familie Näther sehr verbunden für die Bereitstellung dieser wertvollen Stücke, die für die Familie natürlich einen ganz besonderen Stellenwert besitzen. Im Benutzersaal erwartet Sie eine Vielzahl spannender und aussagekräftiger Ausstellungsexponate. Eine Auswahl von Dokumenten, Fotos und Sachzeugnissen, die dem Stadtarchiv von Zeitzer Bürgern, ehemaligen Studenten der Fachschule für Landwirtschaft, der Familie Näther und dem Museum Schloss Moritzburg zur Verfügung gestellt wurden. Im Raum 1 verdeutlicht eine Präsentation zahlreicher Fotos aus der jüngsten Vergangenheit den derzeitigen, desolaten und uns alle sehr schmerzhaften Gebäudezustand. In diesem Raum können Sie heute auch Teil 5 des Streifzuges durch das alte Zeitz von der Kalk über die Besenstraße zur Freiheit zum Preis von 5 € erwerben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun möchte ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen. Ich eröffne unsere Ausstellungen zur Geschichte der einstigen Villa Steineck, wünsche Ihnen kurzweilige und informative Stunden in Ihrem Stadtarchiv sowie viel Freude, angeregte Gespräche beim gemeinsamen Erinnern. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Haben Sie herzlichen Dank. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war beeindruckend. Ich kenne ja auch den Weltfrieden von früher, von Veranstaltungen. Und es war ganz toll zu sehen, die ganze Entwicklung, was dort alles stattgefunden hat. Und es ist eben schade, dass der Weltfrieden mittlerweile so verfallen ist. An welche Veranstaltungen können Sie sich speziell besonders gut erinnern? An Familienfeiern, an eine Hochzeit und an eine Silberhochzeit und an einen runden Geburtstag. Es war ein ganz, ganz tolles Haus. Sehr, sehr schön. Also ich kenne den Weltfrieden natürlich auch. Ich bin Zeitzer. Ich bin mehrere Jahre dort zum Nähzirkel gegangen und später haben wir dann unser Klassentreffen dort gemacht.
Also tolles Gebäude gewesen, schöne Zeit gewesen. Und dieser Film hier ist eine Ergänzung dazu, dass dieses Gebäude für die Nachwelt wenigstens in Film und Ton erhalten bleibt. Ich finde es toll, dass das wieder aufgefrischt wird. Also wirklich klasse. Vor allen Dingen, da kommen dann wieder Erinnerungen. Da war doch, weißt du noch, und klasse. Wo man dann, wo eine Gaststätte war, konnte man unten sitzen auf der Terrasse mit Kindern, konnten da herrlich spielen. Also es ist ein schönes Objekt. Sehr gut gefällt es mir, ja. Und man ist enttäuscht, dass so ein schönes Haus zerfällt. Was sagen Sie zu den Aktivitäten Ihres Großonkels? Ja, das finde ich hervorragend, seine Aktivitäten. Denn ohne seine Aktivitäten hätten wir uns als Familie hier auch gar nicht zusammengefunden. Ich bin heute hierher gekommen mit viel Erwartungen an diese Ausstellung, weil der Weltfrieden ist ein Domizil gewesen, wo ich als Kind viel zu Hause war. Wir haben unweit des Weltfriedens gewohnt und auch heute gehe ich noch fast jeden Tag an der Straße vorbei und mein Herz blutet, wenn ich dieses schöne Objekt sehe und wie es doch der Zeit verfällt. Besonders Dank richte ich an diese Arbeitsgruppe. Ich glaube, ganz besonderer Dank gilt den Herrn Nether und der Frau Penzig mit ihrem Team, die sich hier auf die Aufarbeitung zu diesem Objekt bemüht haben. Und ich bin der Meinung, also ist meine Auffassung, das ist denen sehr gut gelungen. Was sagst du zu den Aktivitäten Ihres Papas? Ja, ich bin sehr stolz auf ihn, dass er das alles unter Einbindung aller Zeitzer so zustande gebracht hat und wieder eine Begeisterung, glaube ich, für die Geschichte von Zeitz wiederhergestellt hat. Und das sieht man auch hier im Leuchten der Augen. Und wenn ich hier stehe, höre ich, dass die Leute sagen, da erinnere ich mich noch dran. Und das finde ich sehr schön.